Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Ihr wisst schon, um was es geht, und zwar wollen wir wieder ein paar Berufungskisten öffnen. Ein paar Maldraxxus-Berufungskisten, denn wir wollen aus den Berufungskisten das schleimige Nekrorochenei bekommen. Und aus diesem Nekrorochenei können wir dann insgesamt 3 Mounts rausziehen, die ich noch brauche und die irgendwie einfach bei mir nicht droppen wollen. Ich habe jetzt mittlerweile mit dem Main-Account 130 Versuche seit hier das Add-on Rarity das aufzeichnet. Ganz am Anfang der Expansion hat es ja nicht geklappt, also da sind wahrscheinlich noch ein paar mehr Tries, aber zumindest die aufgezeichneten sind 130 auf dem Main-Account, und auf dem Second-Account haben wir 85, sind wir zusammen bei 215 Tries, müsste das sein, heißt eine ganze Menge. Und jetzt werden wir wieder 20 Kisten aufmachen und hoffentlich habe ich ein Mount drin oder halt ein Ei drin, wo dann wiederum das Mount drin sein kann. Weil langsam ist ein bisschen ätzend, die Dinger immer zu machen und gar nichts zu kriegen, ne? Weil über 200 Tries ist schon nervig. Ja, und ich würde sagen, da legen wir los, 20 Kisten machen wir auf. Ich habe wieder ein bisschen gefarmt, wie ihr seht, auf dem einen oder anderen Char. Und ja, dann würde ich sagen, Kiste Nummer 1. Kiste Nummer 1 war nichts drin. Kiste Nummer 2, da war auch nichts drin. Okay. Also, zweimal schon mal nichts. Wir haben 2 epische Kisten aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeine Auswirkung hat, ob die episch sind oder ob die non-episch sind. Auf jeden Fall hat das nichts gebracht. Jetzt loggen wir hier gleich schon mal weiter. Und dann machen wir hier auf dem zweiten Char Kiste Nummer 3 auf. Und naja, wie soll es anders sein? Da sind auch nur graue Items drin. Dann kommen wir zu den nächsten Chars. Und zwar haben wir hier auf dem Monk auch nochmal eine Kiste. Das müsste Nummer 4 sein. Und natürlich haben wir da auch wieder nur graue Items drin. Gut, so viel dazu. Dann haben wir hier mal einen nächsten Druid. Und da haben wir auch nochmal eine Kiste. Das müsste Nummer 5 sein. Da haben wir auch wieder nichts drin. Oh boy, jetzt haben wir schon ein Viertel durch, ne? Und bis jetzt noch gar nichts. Naja. So, dann sind wir auf dem nächsten Char. 5 Stück hatten wir. Hier haben wir Kiste Nummer 6. Boy, ich dachte mir schon, ich krieg irgendwas raus, aber das ist ein Transmog-Teil, ne? Ich habe ein 151er-Item gekriegt. Bringt mir das irgendwas? Handgelenke. Oh boy, ist halt sogar schlechter. Und ein Conduit-Ding. Okay, also das war auch schon wieder eine Nullnummer. Nummer 6 war das jetzt. Dann schauen wir hier, haben wir nochmal 2 auf meinem Necrolodger. Da konnte ich mir nämlich hier auch die Quest im Schlund machen, ne? Da gibt es dann auch schöne Necrolod-Kiste. Dann haben wir Nummer 7 und Nummer 8. Oh nein. Das wird hier schon wieder eine richtige Nullnummer, ne? Hier auch 151. Warum kriege ich denn so schlechtes Zeug raus? Also nicht, dass das jetzt relevant wäre, ne? Aber wenn ich schon mal nur Mist kriege, dann zumindest halt ein bisschen Gear-Upgrade für die Twinks. Okay. Dann loggen wir weiter. Dann kommen wir zu den nächsten Kisten. 8 hatten wir aufgemacht. Nummer 9. Conduit. Nummer 10. Conduit. Halbzeit. Und wieder nichts drin. Ah, mein Lehrling. Endlich seid ihr zurück. Na, lernen wir mal die Conduit-Dinger. So, dann schauen wir mal hier auf dem anderen Account drüber. Da haben wir den Hunter auch bei den Necrolords. Ich habe alle Chars, wo ich die nicht bei irgendeinem Covenant wegen Transmog brauche, jetzt zu den Necrolords gepackt, wegen diesen blöden Kisten, ne? Also, irgendwann, wenn ich die Mounts mal haben sollte, dann werden die immer noch bei den Necrolords wahrscheinlich rumgammeln. Obwohl die Covenant wahrscheinlich für die meisten Klassen suboptimal ist, eher. Gut, dann haben wir Nummer 11. Wieder ein Conduit-Teil und 12 auch wieder ein Conduit-Teil. Gut, wieder nix. Ja gut, dann loggen wir weiter, hätte ich gesagt. So, nächster Char. Schauen wir mal, ob wir hier Glück haben. Hier sind wir auch wieder bei den Necrolords. Dementsprechend haben wir 2 Kisten. Wir waren bei 12. Dann machen wir jetzt hier Nummer 13. Conduit. Nummer 14. Auch ein Conduit-Teil. Ja, gut. Die können wir dann auch gleich wieder einlösen, die Dinger.
Echt ätzend, ne? Hier haben wir noch ein bisschen Kirschnerzeug, das können wir auch nochmal rausnehmen, wenn wir schon eingeloggt sind. Endlich seid ihr zurück. Zack, die beiden Conduit. Ah, schau mal, hier können wir noch was skillen. Gut, dann können wir hier ausloggen. Swappen wir mal auf einen zweiten Account rüber. Und schauen wir mal, da müssten wir auch nochmal eine Kiste zumindest haben. Ne, ich habe sogar tatsächlich auch zwei. 14, 15. 16. Ach komm, ich krieg sogar zweimal das gleiche Conduit, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ah. Sodala, Endspurt. Wir haben jetzt hier noch einen Char ausgegraben, der hat sogar nochmal drei Kisten rumliegen. Und dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal. Erste Kiste. Da ist einfach ein Ei drin. Hä? Im Chat steht sogar, dass ich zwei Eier gekriegt habe. Ich kann es sogar instant aufmachen. What the? Hier im Chat, Lacker. Ich habe jetzt über 200 Eier aufgemacht. Das hat nichts mit Lacker zu tun. Okay. Kriegt direkt das Mount raus. Nice. Können wir das gleich mal lernen. Ich hab doch noch eins gekriegt. Bei wie viel war das jetzt? Jetzt habe ich nie aufgepasst. Bei 140 Tries, ne? Habe ich das erste rausgezogen. Okay, das ist doch schon mal was. Also das müssen wir uns dann merken, dass wir 140 hier aufgemacht haben. Jetzt gucken wir uns das gleich mal an. Nekrorochen hier. Also eins haben wir jetzt. Sehr schön, hat sich das doch noch gelohnt, zur späten Stunde das aufzumachen. So, okay, dann machen wir natürlich die anderen... Warte mal... Aber ich habe jetzt, weil hier im Chat irgendwie zweimal das drin steht. Nicht, dass ich eins noch per Post gekriegt habe. Nee, oder? Das wäre jetzt halt richtig Deluxe gewesen, wenn ich aus einem Ding zwei Eier rausgezogen hätte, ne? Das wäre halt richtig gut gewesen. So, dann machen wir das nächste auf. Ein Conduit. Und nochmal ein Conduit, beziehungsweise ein Schild. Das können wir sogar gebrauchen. Da haben wir die Conduits ein. Wir waren bei 16, haben jetzt 3 aufgemacht, heißt, dann sind wir jetzt bei 19, dann brauche ich jetzt nur ein einziges. Dann wären wir wieder durch tatsächlich. Schauen wir dann gleich mal. Da haben wir hier mal die ganzen Conduit-Dinger wieder mit den Twinks ein. Teilweise haben die halt noch gar nicht die Dinger überhaupt, ne? Das ist immer so ein bisschen eine Sache. Das ist noch nicht bereit. So, lala. Okay, so viel zu dem Char. Dann swappen wir jetzt hier noch rüber. 91 haben wir hier. Machen wir das noch auf. Da war leider jetzt keins drin. Okay. Dann sind wir tatsächlich durch. Was ist jetzt der Endstand? Wir haben jetzt hier 92. Und hier sind wir jetzt halt... Achso, er zählt es tatsächlich weiter. Ah, weil ich hier noch welche brauche. Ne? Ich dachte, er resettet jetzt hier. Und hier sind wir jetzt bei 142. Also haben wir jetzt schon eine ganze Menge an Eiern wieder geöffnet. Und ja, mal gucken, wie lange es dauert, dass ich die anderen kriege. Wahrscheinlich brauchen wir da über 300 Tries dann overall, ne? Dass wir das fertig bekommen. Aber ja, ich bin jetzt zufrieden, habe jetzt zumindest schon mal einen Mount rausgekriegt. Und jetzt werden wir wieder ein bisschen weiter farmen. Und wenn ich wieder 20 Eier habe, dann werde ich mich wieder melden. Dann gibt es wieder ein kleines Opening-Video und ich hoffe, ich bekomme in nächster Zeit das fertig. Ich hätte es gern noch vor 9.1 fertig gekriegt, aber ja, das wird jetzt leider nichts mehr. Aber naja, das können wir ja weiter nebenbei farmen. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt für das Video schon mal an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr mit den Eiern aufgestellt seid. Ob ihr die Dinger schon alle habt, die Nekrorochen. Oder ob ihr da auch noch am Farmen seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.